Dieses Video richtet sich an alle, die gerade auf der Suche nach einem Desktop-PC sind. Hier geht es jetzt nicht speziell um irgendwelche CAD-PCs, Gaming-PCs oder Videoschnitt-PCs. Die brauchen potentere Hardware als das, was ich jetzt vorstelle. Also an all diejenigen, ihr könnt abschalten und könnt das Video in der Infokarte schauen. Ich hatte mal ein Video dazu gemacht, wie man seinen PC selbst zusammenbaut. Und normal bin ich echt ein Fan von PC selbst zusammenbauen. Da kann man immer die Komponenten nehmen, die auf den speziellen Nutzertyp passen. Wenn es jetzt aber nur darum geht, ganz normal damit zu arbeiten, also Office-Programme auszuführen und ja ein bisschen im Browser rumzuklicken, dann braucht man jetzt nichts Spezielles und muss da keinen Custom-PC im Grunde erstellen. Ich habe mir jetzt also angeschaut, soll ich einen PC zusammenbauen für die Person, die jetzt gerade einen bekommt, oder soll ich einen fertigen kaufen? Und ich bin auf eine Zwischenlösung gestoßen, nämlich Barebone-PCs. Die haben Laptop-Komponenten teilweise verbaut, also zumindest den ich euch jetzt vorstelle, sind damit sehr, sehr energieeffizient, also brauchen nicht viel Strom bei einer relativ guten Leistung und werden auch nicht besonders warm. Und das Schmankerl, das ich jetzt hier habe von Zotac, das hat nicht mal einen aktiven Lüfter, das ist komplett passiv gekühlt. Mehr dazu jetzt nach dem Intro. Habt ihr ein ähnliches Szenario, wie ich es jetzt habe, ihr sollt einen PC anschaffen, der nur zum Arbeiten gedacht ist, dann würde ich auch mal einen Blick auf Barebones werfen. Das sind schon so halbfertige PCs, da fehlen dann noch ein paar Komponenten, die muss man separat dazu kaufen und einbauen. Aber ansonsten ist meistens zum Beispiel die CPU schon integriert. Es gibt auch welche ohne CPU integriert. In meinem Fall war jetzt die CPU integriert. Ich habe mich für ein Modell entschieden, das einen Laptop-Prozessor hat. Das sind also Prozessoren, die sehr, sehr wenig Strom verbrauchen, sehr effizient mit der Energie umgehen und wenig Wärme produzieren. Das hat den Vorteil, dass der PC damit sehr, sehr sparsam ist, wenn es um Energieverbrauch geht. Da kommt ihr mit einem selbstgebauten und einem echten Intel-Prozessor eigentlich gar nicht hin in diese Bereiche. Zweitens hat man den Vorteil, dass der kaum Abwärme erzeugt und in meinem Fall, der Zotac ist komplett passiv gekühlt. Der Großteil des Gehäuses oder der Innereien bestehen einfach aus Kühlrippen. Es gibt keinen aktiven Kühler, das heißt, der muss alles passiv abführen. Ist für ein Arbeits-PC, wenn man ein leises Umfeld haben will, genau das, was ich für richtig halte. Ich habe ja schon angesprochen, dass ein paar Komponenten fehlen. Bei mir waren das genau zwei, nämlich der RAM und die Festplatte. Davor braucht ihr aber überhaupt keine Angst haben, das selbst einzubauen, das ist überhaupt kein Problem. Ihr schaut einfach, welche Anschlüsse der PC zur Verfügung stellt. In meinem Fall war es ein SATA-Anschluss für die Festplatte und zwei SODIMM-RAM-Bänke. Das kann man einfach im Datenblatt nachlesen oder bei Geizhals oder beim Händler, wo ihr den am Ende kauft. Das sollte das drinstehen. Warum zwei Riegel und nicht einfach ein? Naja, man kauft die immer im Kit, um Dual-Channel nutzen zu können. Um die zu montieren, macht man nur die hintere Klappe dieser Box auf und hat quasi schon die Anschlüsse direkt vor sich. Die DDR4-Bänke liegen vor einem und man kann auch direkt die Festplatte einschrauben. Dazu sind zwei Schrauben mitgeliefert, es gibt so einen Metallhalter, da kommt die Festplatte dran, die wird eingesteckt und der Metallhalter wird wieder mit seinen zwei Schrauben befestigt und das war die ganze Kunst. Der Deckel kann dann wieder drauf, der Deckel selbst ist mit vier Schrauben befestigt, da braucht man nicht mal einen Schraubenzieher für, das sind gleichzeitig die Gummifüße des Gehäuses. Die Installation der Komponenten hat bei mir irgendwie 3 Minuten oder so gedauert und dabei habe ich auch noch gefilmt, also da müsst ihr wirklich keine Angst vor haben. Lässt sich ganz einfach realisieren. Was man jetzt hat, ist wirklich toll. Man hat einen ziemlich leistungsstarken Desktop-PC. Wir haben hier einen Core i5 der 10. Generation in der Desktop-Variante. Das Teil ist leise, das Teil ist stromsparend und es nimmt extrem wenig Platz weg. Das hat sogar eine VESA-Halterung dabei, das heißt, wenn die noch frei ist bei eurem Bildschirm, dann kann man das Ding einfach hinter dem Bildschirm hängen. Das heißt, ihr verbraucht nicht mal Platz auf eurem Schreibtisch. Ich habe das Teil jetzt aber auch noch nicht getestet. Ich wollte es jetzt nur mal vorstellen in diesem Video, warum ich mich für diesen Barebone entschieden habe und keinen eigenen PC zusammengebaut habe. Es werden jetzt noch weitere Videos dann folgen, natürlich nach dem 24. erst, denn das Ding wird verschenkt, wie das ganze Ding so performt. Ich möchte aber jetzt noch kurz ausführen, warum ich mich für Zotac entschieden habe. Erstens mal Passivkühlung. Total geiles Feature, stehe ich voll drauf, deshalb auch dieses Ding. Dann habe ich andere gesehen, die haben einen Micro-SD-Kartenslot. Ja, da verstehe ich die Entscheidung nicht, wer kommt denn auf die Idee, einen Micro-SD-Kartenslot in so ein Ding zu bauen? Es hat doch fast jeder eine Kamera und meistens sind da ja reguläre SD-Karten drin. Und selbst wenn da keine reguläre SD-Karten drin sind, hat man immer so einen Micro-SD-Adapter, also wenn eine Micro-SD drin ist. Man hat also immer einen Vorteil mit einem großen Kartenslot, also einem großen SD-Kartenslot. Hätte ich mich jetzt für ein Konkurrenzprodukt entschieden, das nur einen Micro-SD-Kartenslot hat, dann hätte ich mich darum kümmern müssen, dass ich noch einen USB-Kartenleser kaufe. Das kann doch echt nicht deren Ernst sein. Erst verkaufe ich so eine kleine Box und die darf ich dann auch noch kompliziert erweitern.
und belege natürlich auch sinnloserweise meine Steckplätze. Dann hätte man es auch irgendwie lassen können, also nur einen Micro-SD-Karten-Slot zu verbauen. Ich meine, jeder Laptop hat doch einen SD-Karten-Slot und so ein Ding hat dann auf einmal einen Micro-SD-Karten-Slot. Ich meine, klar, kann man zusätzlich machen, aber als einzigen Karten-Slot kann man es irgendwie auch lassen. Das ist jetzt natürlich Cherry-Picking, weiß ich. Aber wenn ich dann am Ende schon beim Kauf weiß, ich muss mir jetzt irgendwelches Peripheriezeug da noch dran stellen, ja, irgendwie, also nee, ich war damit nicht glücklich mit der Vorstellung, dass ich dann gleich schon wieder mit USB erweitern darf mit einem frisch gekauften PC. Wer von euch hat denn schon einen Barebone-PC und wie sind eure Erfahrungen damit? Gibt es auch Nachteile zu den großen PCs? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare.